Bei dem folgenden Spiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlung und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wenn ich König wäre. Wenn ich König wäre, würde ich alle öffentlichen Verkehrsmittel sofort für umsonst machen. Ich würde sie aus einem öffentlichen Fonds bezahlen. Das heißt, so viel wie sie an Kosten brauchen, werden vom Steuerzahler oder von der nächsten Generation, weil der Steuerzahler ja sowieso nichts mehr bezahlt, außer die Zinsen, bezahlt. So, dann würdest du sehen, wie das öffentliche Verkehrsnetz plötzlich genutzt werden würde, wie es plötzlich ausgebaut werden würde, wie die Feinstaubbelastung in den Städten zurückgehen würde und wie das abnehmen würde, dass hier früh an der Straße gehirngewaschene Zombies alleine in einem Auto sitzen, was eigentlich 5 Leute transportieren könnte. Und also ihr müsst euch mal überlegen, was das hier alles für, das ist völliger Schwachsinn. Nur damit die Autoindustrie hier täglich 13.000 Autos verkaufen kann, oder was? Nee, also wenn ich König wäre, die öffentlichen Verkehrsmittel wären sofort für alle umsonst. So. Und ich würde in den Städten zum Beispiel Autos komplett verbieten. Komplett? Wozu braucht man in der Stadt ein Auto? Man findet sowieso keinen Parkplatz mit der Scheiße. Also, öffentliche Verkehrsmittel, haben wir alle was davon. Und wenn man größere Strecken fahren möchte, kann man gerne am Stadtrand sein Auto parken, ist doch gar kein Problem.